Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hi. Und willkommen ja, zu einem Let's Play Spezial. Ich freue mich ganz besonders. Wir haben einen Gast, ich glaube sogar, Tanja, besser bekannt als ja, Illuvia im Dungeon, aus dem Dungeon. In the Dungeon. In the Dungeon, ja. Genau. Heute aus dem Dungeon. aus dem Dungeon rausgekommen, jetzt zu uns. Rausgekrochen. Ja, genau. Ja, ja. Screen-Debüt, sehr, finde ich total cool. Ja, sowieso. Du bist, glaube ich, der erste richtige Gast seit Corona? Oh. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber ihr wisst, der Brettspielclub hat ja so ein bisschen Pause einlegen müssen. Zwangspause. Ja, wir konnten natürlich auch nicht hier fremde Leute so viel einladen. Soll aber jetzt nach dem Sommer auf jeden Fall auch weitergehen. Aber jetzt erstmal hier so ein Let's Play-Spezial hier, weil natürlich aus gegebenen Anlass fiese Freunde, fette Feten. Ihr wisst ja wahrscheinlich, aber ich sage es natürlich hier, weil wir machen es, weil wir wieder auf Kickstarter sind. Zweiter Reprint. Ihr habt so lange E-Mails geschrieben, bis wir dann doch irgendwie geguckt haben, ob das nicht doch möglich ist. Und wir sind noch dabei. Jetzt, wo wir es drehen, aktuell sind wir bei 60%. Das heißt, wir sind noch nicht über den Berg, aber wir haben Hoffnung. Weil es läuft, glaube ich, so, dass wir es schaffen können, das Spiel zurückzubringen ein zweites Mal, weil es einfach so cool ist und weil es schon wieder vergriffen ist und so weiter. Weil ihr wisst ja, warum. Und wir spielen es heute für euch. Natürlich gibt es auch gleich eine kleine Vorstellungsrunde, weil damit ihr auch so ein bisschen in unsere geheimen Lebensziele so rein gucken könnt. Und dann können wir euch mal sagen, wie wir diese Ziele erreichen. Weil bei diesem Spiel geht es da darum, für alle, die es jetzt nicht kennen, wir wollen unsere Lebensziele erreichen, die natürlich hier ein bisschen anders sind als sozusagen bei so einem normalen Spiel des Lebens. Das werdet ihr dann gleich mitkriegen. Wer zuerst 5 Lebensziele erreicht hat, entweder seine 5, die man schon ausgeteilt bekommen hat, oder sogenannte Megaziele, also offene Ziele. Ein offenes Megaziel gibt es immer. Und zwar haben wir sehr schön, haben wir gleich mal eine Karte aus dem ersten Reprint hier schon. Brettspiel sammelsüchtig. Ein Megaziel. Ja, fest geplant, genau. Allerdings, ja, ist nicht einfach zu erreichen, Brettspiel sammelsüchtig, weil du musst ziemlich reich sein, sehr weise. Also, ja. Das ist ja auch eine Idee, die nochmal neu zu balancen, ne? Ja, wir haben ja schon ein paar. Naja, nee, die sind schon gut. Die sind halt so ein bisschen, ja, mehr Wumms, diese Extra-Karten. Ja. Aber ja, es soll ja sogar jetzt für den zweiten Reprint nochmal neue Karten geben. 8 Stück, wenn das alles klappt. Aber dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Das ist jetzt nicht Thema dieses Let's Plays. Es gibt hier jetzt keine extra Regelerklärung, wer eine haben will. Ich habe mal eine aufgenommen. Aber wir erklären natürlich so ein bisschen, während wir spielen. Genau. Was wir auf jeden Fall mal festhalten können, ist, wir sehen das hier so aufgeteilt. Jeder hat die paar fremden Personen und auch die fremden Spieler vorbereitet. Und zwar ganz links habt ihr jeweils immer ein Plättchen von den jeweils anderen Spielern, wenn ihr euch mit denen anfreunden wollt. Die Einklagemarker direkt daneben. Und ganz rechts seht ihr dann halt diese anonymen Personen, die keinem Spieler zugeordnet sind, die Frauen und Männer. Genau, das werden wir jetzt alles sehen, aber jetzt geht es erstmal in die Vorstellungsrunde. Ich habe schon geguckt, meine Ziele sind ganz schön schwierig. Mal schauen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann geht es auch schon los. Ja, also ich kann nur sagen, meine Lebensziele, die haben es ganz schön in sich, weil zum einen habe ich den Beziehungskrüppel gezogen. Das ist schon mal kein so leichtes Lebensziel, weil ich 3 gescheiterte Beziehungen brauche. Okay, dass ich auch ein bisschen traurig bin, das kriege ich noch hin, aber vor allem problematisch ist es, weil ich auch das Zölibat bzw. die Nonne gezogen habe. Das ist ein sehr besonderes Lebensziel bei fiese Freunde, weil in dem Moment, wo ich diese Karte erfülle, darf ich im Rest vom Spiel keinen Sex mehr haben und auch darf auch nicht mehr dazu gezwungen werden. Ich meine, das ist vielleicht in Ordnung, aber das Problem ist, ich muss ja, also das heißt, ich muss auf jeden Fall zuerst zum Beziehungskrüppel werden und dann ins Kloster gehen. Weil umgekehrt habe ich echt ein Thema, ja. Was ganz gut passt, ist, dass ich durch die Gemeindearbeit auch ziemlich gläubig werden muss. Das muss ich ja fürs Zölibat auch. Also da kann ich so ein bisschen, Synergien nutzen quasi. Und dann habe ich noch auch 2 Sachen, die so ein bisschen was zusammenhängen, nämlich zum einen den Leistungssportler und das andere gesund gelebt und trotzdem krank. Ja. Da muss ich nur gucken, weil es hat so ein bisschen was zusammenhängen, aber das Problem ist, der Leistungssportler, der darf halt keine Krankheit haben und ja, gesund und trotzdem krank, logischerweise hat Krankheit. Da muss ich ein bisschen gucken, vielleicht muss ich eins von den beiden Zielen auch austauschen. Aber auf jeden Fall ist klar, ich werde erst zum Beziehungskrüppel, dann mache ich die Gemeindearbeit und dann gehe ich ins Kloster. Ja, mal gucken, ob es klappt. Hi, ich bin Tanja.
Und ich habe vor circa 2 Jahren zum ersten Mal in diese Brettspielwelt geschnuppert und war sehr erstaunt, was es so alles gibt. Und seitdem bin ich diesem Hobby sehr verfallen und würde am liebsten jeden Tag darüber reden und habe deswegen vor gut 2 Jahren meinen Instagram-Kanal gegründet, Illuvia in the Dungeon, wo ich sehr aktiv bin. Ja, und einmal hier zu meinen Zielen. Ich finde, das passt sehr gut, denn ich habe das Ziel Brettspiel-YouTuber gefunden oder gezogen und habe mich dann auch sofort verliebt und darauf werde ich auf jeden Fall hinausarbeiten. Und was dann auch sehr gut dann dazu passt, ist dann ja auch der Freak und Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und wie das so schön ist, die passen alle drei gut zusammen und ich werde erstmal versuchen, in diese Schiene zu gehen. Also wenn das mein Leben wäre, ne? Halleluja. Aber gut, das ist jetzt das, womit ich hier rechnen muss, ne? Unglücklich Single? Nicht so geil. Aber das schaffe ich. Ich schaffe das, weil auch die schlechten Sachen muss man halt erreichen können. Fett absaugen ist natürlich auch immer sehr klasse. Also das passt tatsächlich immer sehr, sehr schön zusammen, hier auch vom Glauben abgefallen. Also, und am allerbesten finde ich tatsächlich, dass ich die Luschi-Clique gründen möchte. Ihr seht das Brettspiel. Damit hat alles angefangen. Mit Mensch ärgere dich nicht. Ich ärgere mich jetzt auch gar nicht. Das wird ja vermutlich wieder eine spannende Partie. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr mit den dreien, auch gerade natürlich mit Tanja, hier mal wieder dieses Spiel zu spielen oder generell dieses Spiel zu spielen. Und ich bin ja hier in dem Spiel irgendwie ich selber. Ne? Wir haben ja dieses coole Plättchen da mit Alex. Ist ja eigentlich ein extra Freund, aber wir haben das jetzt mal so gemacht, dass Alex und Hunter ja auch ihre Plättchen da gekriegt haben. Aber ich möchte natürlich auch nicht zu sehr an der Wahrheit sein, obwohl ich hier so einige Karten habe von meinen persönlichen Zielen, die könnten vielleicht sogar schon in die Richtung gehen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde gerne versuchen, meine Memoiren zu schreiben. Das geht, glaube ich, auch ganz gut hin. Da muss man so auf jeden Fall ein paar Freunde und Sachen irgendwie auch erlebt haben. Ein bisschen Drogen, ein bisschen Sex und sowas. Das kann ich vielleicht sogar auch kombinieren mit der Tatsache, dass ich glücklicher Single, vielleicht bin ich erst so ein bisschen glücklicher Single, habe da schon so ein bisschen sexuelle Erfahrung, spare auch ein bisschen Geld. Kann das dann in meine Memoiren so ein bisschen einfließen lassen. Und über die Memoiren, die ich dann geschrieben habe, werde ich viel philosophieren, viel nachdenken. Dann kann ich nämlich Philosoph werden. Da ist es dann auch irgendwie hinfällig, so mit dem Geld und mit dem Glauben braucht man dann eh nicht. Und mal gucken, ob so in der Reihenfolge, aber vielleicht, nachdem ich dann so vor mich hin philosophiert habe, steht mir noch die Möglichkeit als Casting-Chef offen, ja, für was auch immer ich da jetzt caste, das soll ich euch jetzt mal überlassen. Und in diesem ganzen Prozedere höre ich vielleicht doch einfach noch mit dem Rauchen auf. Ich habe jetzt zwar nie angefangen, aber lass uns einfach mal mit dem Rauchen aufhören. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, noch ein bisschen hier meine Ziele zu wechseln und auch mal zu gucken, wie die anderen eigentlich hier vorgehen. Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Karten, die in der Auslage gerade liegen, so ins Auge gefasst. Ja, mal sehen, ob die noch da sind, wenn ich dran bin. So, also ihr wisst jetzt alle über unsere Lebensziele Bescheid. Also wir natürlich voneinander noch nicht, aber wir werden das Geheimnis gleich lüften. Wir haben beschlossen, Tanja darf anfangen. Und wir sind natürlich in der Pubertät. Hier seht ihr es. Die Karten, die wir hier haben. Bei der Pubertät haben wir für jeden Spieler 3 Karten, also 12 Pubertätskarten. Und die Pubertätskarten sind ziemlich einfach, weil sie haben keine Voraussetzungen. Man kriegt nur einfach irgendwas und versucht natürlich schon so ein bisschen auf seine Lebensziele zu spielen. Man kann schon in der Pubertät Lebensziele erfüllen, wenn man Glück hat. Ja. Und ja, das läuft das Ganze einfach ab. Ich habe natürlich noch nicht gesagt, wir spielen heute nach den berühmten Kurzregeln à la Hunter. Das heißt, wir haben keine Versteigerung, wir haben keine Zeitmarker, wir haben nur 2 Zeitmarker, die uns daran erinnern sollen, dass wir 2-mal im Spiel unsere einen Zug aufwenden können, um Lebenszielkarten zu tauschen. Ansonsten ist es einfach nur Karte nehmen, passen oder Lebensziel erfüllen. Das sind 3 Möglichkeiten, die man hat. Und Tanja, du darfst schon mal, ich habe natürlich gar nicht. Ja. Du weißt, Tanja, wenn ich du die
falsche Karte nimmst, dann haue ich dir auf die Finger. Es gibt zwei Karten, das sind meine Karten. Ne? Also, du willst vielleicht zwei Karten. Du nimmst Karten aber nur eine. Ja, ich weiß, deswegen versuche ich, versuch auf die andere nicht zu schielen, damit die da gar nicht. Ich sehe auch schon, welche ich haben will. Wie ist es die? Ich glaube, deine Augen haben woanders hingeguckt. Ja, eigentlich. Safe. Also, okay, dann nimm jetzt irgendeine. Du nimmst eine. Genau. Also, irgendeine. Was macht man so schön in seiner Teenagerzeit? Man geht Pilze sammeln. Pilze sammeln? Oh, die hätte ich auch gerne genommen. Die kann ich jetzt einfach. Ja, ist klar. Aber ich kann jetzt einfach hier hinlegen und dann mir die. Genau. Wer mit dir zusammen Pilze sammeln? Aber witzigerweise, man kriegt Weisheit dadurch. Ja, klar. Man, das ist, und, ja. Einsicht ist es, ja. Eine ganz neue Welt. Ich erfahre etwas über Pilze. Ja, ja. Und man hat im besten Fall sich auch vorher das Pilze-Sammelbuch durchgelesen, damit es keine Probleme gibt. Okay, du hast tun. Jetzt, also das war die eine ja, Karte, das war die eine Karte, die ich haben wirklich? Wollte. Wirklich? Was wollt ihr denn für Karten? Es gibt sonst keine Drogenkarte, fällt mir gerade auf. Ja, genau, es gibt nämlich keine Drogenkarte. Aber Wird fett. Weil ich jetzt leider, ich habe so lange nach Pilzen gesucht und keine gefunden, dass ich leider sitzen geblieben bin. Und aus Mitleid hast du Freunde bekommen. Und aus Mitleid habe ich Freunde. Ich musste die so ein bisschen unterdrücken. Aber das genau, die Karte zeigt eigentlich eher so, wenn du sitzen bleibst, genau. Dann hast du so Zwangsfreunde. Das ist, erinnert mich aber so ein bisschen, sag, gerade wenn ich aktuell mitsitzen bleibe, Stranger dann auch Things diese zwei guckt. Ja, genau. So wirkt es so ein bisschen. Jetzt ist so, möchtest du dich ihm aufdrängen? Ja, genau. Ich möchte mich aufdrängen, ich will auch zwei Freunde haben. Also erstmal könnte Alex theoretisch natürlich auch unserem Tisch gleich befreunden, ja. Oder wenn er egoistisch einfach die normalen Freunde nimmt, könntest du natürlich mit deinem Einklagemarker dich dann schon beim Sitzenbleiben mit empfehlen. Also das würde ich ja nur machen, wenn ich auch zwei Freunde dann habe. Ich krieg zwei Freunde. Ja, ja. Einer davon ist ja dann. So bist du dann? Genau, einer bist du dann. Genau, aber du hast dann zwei Freunde. Ja. Cool, ja. Also ich sag jetzt mal, Pete, den kenne ich schon seit Schulzeiten. Wie gesagt, ich möchte. Du klagst dich ein. Ja, genau. Ja, das heißt, Mandy, man hat einen Einklagemarker von jeder Mitspielerfarbe und du hast jetzt quasi schon Alex einmal angerufen am richtigen Zeitpunkt. Das bedeutet, du machst jetzt mit ihm. Ich möchte mit sitzen bleiben, Leute. Ja, genau. Noch eine Runde. Du bleibst auch sitzen. Das heißt, du bist auch mit Pete befreundet. Das ist alles immer symmetrisch. Müsst ihr jetzt nicht ihren Marker dann bei dir haben? Achso, dein Pete quasi. Und ihr seid untereinander. Er hat befreundet. Jetzt auch keine Wahl, ne? Er muss mit ihr jetzt befreundet sein. Genau, durch den Einklagemarker ist er sozusagen jetzt, ne? Hat sie das sozusagen forciert. Das ist aber eine richtig lustige Gang, klar. So zu dritt, hinterste Reihe, ja, richtig Quatsch machen. Von dem wahren Leben, du hast keinen Einfluss darauf. Also im Endeffekt bist du jetzt mit Pete und Alex sitzen geblieben, genau. Um es mal so auszudrücken, ja? Naja. Ich bin gespannt, wo euer Weg noch hinführt. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir machen halt eine extra Runde Pubertät. Okay, aber du bist auch dran. Ja, das ist wunderbar, weil ich möchte mehr Freunde haben. Guck mal, ich habe nämlich noch, also ihr seid ja toll, ihr beiden, aber ich möchte jetzt noch den besten Freund haben. Den besten richtig Freund. Richtig viele Freunde haben. Yeah. Beste Freundin finden. Ja, sie kriegt jetzt einen Freund, also man könnte sie jetzt natürlich, aber sie kann aber auch natürlich freiwillig einen von uns nehmen oder... Die Frau, die ist mir sympathisch, die hat so einen Martini. Ja. Aber Freundschaft ist mir. Ich weiß nicht, genug. Ob ich das zugelassen hätte, nachdem du mir die Pilze geklaut hast. Aber sind wir noch bei Ihrer Freundeskarte? Ich wollte mich wohl eigentlich. Ach so, da ist schon jemand aufgesucht. Ja, okay. Du kannst dich jederzeit einklagen. Hey, werdet ihr befreundet? Möchtest du jetzt meinen Ping zu dir? Ja, genau. Der Ping gibst du ab. Ach, den gebe ich ab. Also, dann hast du dann halt nicht mehr. Ja, Entschuldigung. Ich habe den nicht in meinem... Einfach benutzt, wie auch immer. So, und jetzt bin ich mit dir hier Best Friend, ne? Ja. Genau, und ihr wart jetzt... seid jetzt beste Freunde, ja? Schön. Wie lange bleibt das so? Besties, ey. Und wir haben aber zusammen die Schulzeit nochmal Revue passiert. Wir haben uns doch kennengelernt. Ich mach gleich richtig... Bei Star Trek. Nebel mit Köpfen. Während ihr noch so Freunde Händchen haltet, so, ich mach gleich mal Bibelkreis. Ich werde schon ein bisschen gläubiger. Und ich krieg schon eine Beziehung. Klarinette allerdings spielen in einem anderen. Also ich kann nicht mit einem Mann jetzt eine Beziehung haben. Im Bibelkreis geht es nicht. Ne? Genau, sondern das wollte ich noch fragen. Was ein Partner eines anderen Geschlechts. Das ist einfach ein Hinweis, dass ich krieg jetzt eben einen Freund, mit dem ich auch gleich verliebt bin. Aber eben, weil ich ein Mann bin, darf ich jetzt nicht ein Mann. Aber ich dachte, gleichgeschlechtlich darf man in dem Spiel. Darf man, aber nicht bei Bibelkreis. Das ist Entschuldigung, Bibelkreis. Ja. Darf man natürlich, aber der Bibelkreis. Das war dumm von mir. Ja, alles gut. Das sind die Feinheiten von diesem Spiel. Ja, und jetzt ist die Frage, soll ich dir was sagen? Ich könnte natürlich jetzt gleich hier... Hast du Glück? Sehr gut.
Was, deine andere Karte liegt noch? Ja. Aber wir machen ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir das hier zusammen machen. Guck mal, wir sind schon mal verliebt. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache, ja. Ich habe keine Wahl, ne? Nee, du hast keine Wahl, genau. Das heißt, aber ist in Ordnung. Das heißt, du bist jetzt, du musst mich jetzt hier in die erste... Ich bin jetzt mit Hunter verliebt. Genau, in die erste Beziehungsstufe sind wir schon mal eingetreten. Und außerdem bist du auch gläubig, weil ich habe dich ja zum Bibelkreis gebracht. Boah, so sehe ich aus. Ja, ja, leider. Du bist ein bisschen runtergeworden. Du hast dir aber auch eine gute ausgesucht. Ja. Also leider sind die haben keine richtige, aber das ist dein Tableau leider sieht ja so aus. Du hast blau gewählt. Aber genau, du darfst hier noch ein... Du kriegst eine Gläubigkeit, weil wir zusammen im Bibelkreis waren. Oh, warte, jetzt muss ich mal gucken, ob mir das jetzt dagegen... Ja, ich meine, eigentlich macht man das ja, also man macht das ja nicht aus Nettigkeit, weil es sind ja fiese Freunde. Das heißt, man will eigentlich die anderen manipulieren, damit... da was passiert, was möglicherweise eben nicht in den Kram passt. Ja. So. Ja. Okay, du bist dran. Boah, jetzt was hast du denn hier noch? Du kannst noch keiner machen. Ich weiß, welche Karte ich haben möchte. Fressflash. Ah, gute Sache. Du weißt schon, was los ist. Denn ich bin ja jetzt mit Hunter zusammen, aber ich muss leider beichten, dass ich unglücklich verliebt bin. Oh, unglücklich verliebt. Was passiert aber das jetzt macht, mit euch? Nee, das ist nee, gar nichts. Aber gar das musste jetzt thematisch gesagt werden, weil es ist ja komisch, dass er gerade eine Beziehung anfängt. Ich habe eine Karte, der Punkt ist ja der, verlieben. In der Pubertät kann man ja eine Beziehung haben und unglücklich verliebt gleichzeitig sein. Das ist ja, widerspricht sich ja nicht. Nur in der Pubertät. Ja. Das ist noch ein lustiger Einfall, wenn man nicht erst in der Pubertät anfängt, sondern schon so im Kindergarten, wenn wir noch so eine Kindergartenphase haben mit Sandkasten-Stories. Also für die 8 Karten, die wir ja neu geplant haben, für die zweiten Reaper, haben wir auf jeden Fall gesagt, müssen wir auch Pubertätskarten nehmen. Die Idee ist ja so ein bisschen so, dass die neue Zeit Einzug zu halten, so ein paar typische Sachen, die Jugend heutzutage vielleicht so macht. Ich oder bin unser Jugend, das ist ja auch immer noch. Beim Sitzenbleiben immer noch auf dumme Gedanken gekommen und habe versucht, den Zigarettenautomaten zu knacken. Habe ihn dabei allerdings von der Wand komplett abgerissen irgendwie. War nicht gut befestigt. Du bist richtig ungeschenkt, wa? Ja, das bedeutet, du knackst den auch. Ich knack den, krieg ein bisschen Geld und auch Zigaretten. Hauptsache Zigaretten. Die verticke ich auf dem Schuh und würde mir eigentlich nochmal Geld geben wollen. Ich mache so ein Zweitbusiness auf. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich sehe schon in die Also du bist ja auf halluzinogenen Pilzen hängen. Ich bin auf Rauchen und Pilze. Ja, also. Ja, guck mal, du hast von mir, hast du ja hier schon Zigarette, die hast du von mir gekriegt. Aber Gott sei Dank habe ich die zuerst genommen, bevor du die mir weggenommen hast. Wahrscheinlich, ja. Ich würde sagen, dass ich jetzt auf ein Fressflash gehe. Kannst du mir den Fressflash bitte reichen? Der Kuchen sieht ganz gut aus. Das ist schon auch eines der coolsten Bilder. So. Ja? Also, und viele kennen's. Wie er halt da so rein... Ob dir die Kuchen fliegt. Definitiv. Jetzt geht's los. Okay, ja, ich bin jetzt schon ganz... Also das ist ein ganz schön... Also Hunter, als deine Partnerin möchte ich bitte, dass du nicht eine Karte nimmst, die ich benötige. Ja, ich verstehe das. Aber da ich das nicht weiß, welche das ist... ich muss mal gucken. Ich muss die Sache noch ernster machen. Wir gehen jetzt auf Klassenfahrt. Ach so, aber Klassenfahrt, das bedeutet du ja neuer. Du verliebst dich mit noch jemandem. Ja, das ist richtig. Genau das möchte ich. Weil das ist eben eine neue Liebschaft, ja. Ja, und das kann ich jetzt zum Beispiel auch mit Alex machen. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Das ist jetzt eine neue. Das heißt jetzt nicht eine Beziehung intensivieren. Das ist jetzt einfach nur eine neue. Ja, das Ding ist, das stimmt nicht. Da kann ich mich, ich kann mir es aussuchen. Also ich könnte jetzt entweder mit dir schon auf der Klassenfahrt dich verloben. Das ist natürlich ein bisschen hardcore. Schwieriges Thema. Man muss ehrlich sagen, realistisch gesehen... Würdest du eher eine andere haben? Das gebe ich zu und tatsächlich passt es mir auch besser in den Kram. Also ich muss leider, deswegen sage ich leider, ich mache es einfach aus dem Geschlecht und so weiter. Alex, wir gehen mal auf Klassenfahrt. Das bedeutet, wir sind schon Ex. War eine kurze Beziehung? Es war eine sehr kurze Beziehung. Ja. Eine Runde. Schön war's. Und Alex, wir lernen uns auf der Klassenfahrt kennen und Mann, Hanna, bei uns geht's los. Hast du meine Signale nicht deuten können? Ich wollte doch gar nichts von dir. Mann. Dieses Lebensziel. Oh, ich habe deswegen, glaube ich, gerade ein Ziel erfüllt. Ja, das kannst du ja nur als Aktion, wenn du dran bist. Ja, siehst du ja. Du bist dran, ja, richtig. Ja, richtig. Aber bevor die Karte gleich weg ist, die ich benötige. Ja, du kannst natürlich auch riskieren. Aber wenn natürlich bis dahin dann wieder deine Sachen sich durch bestimmte Freunde verändern, dann kann es sein, dass du wieder zurückgeworfen wirst. So. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Das bringt mir alles nichts. Ja, ich glaube, ich spiele einfach mein Ziel. Ich glaube, ich habe es ja richtig verstanden. Ne? Keine Beziehung. Ich bin in keiner Beziehung. Du hast keine Beziehung, Ich habe Alkohol auf null.
Ich bin traurig. Du bist traurig. Und du hast eine Ex-Beziehung. Du hast dich von mir gerade getrennt. Ich habe quasi total dir einen Gefallen getan. Du hast jetzt dann doch noch mit dem Trinken anfangen. Ja. Das ist natürlich eigentlich für die Pubertät ein bisschen ungewöhnlich, dass man jetzt dann doch noch mit dem Trinken anfängt. Das ist eher so für die spätere Lebensphase gedacht. Ja. Aber das ist mein Lifestyle halt. Ein Leben auf der Überholspur. So lebe ich halt. Das ist übrigens auch kein Wasser hier, was wir trinken. Ja. Alex hat für die Getränke gesorgt. Mann, ey. Okay, sowas hast du dir jetzt schon reingezogen hier die ganze Zeit. Ja, also du kannst jetzt nicht hinter meinem Rücken mit irgendwem Sex haben, das ist ja schon klar, ne? Weil ja, aber vielleicht hatten wir das erste Mal. Nee, das ist aber jemand anderes. Ja, aber. Aber jetzt mal ohne Witz, er könnte es doch. Nein, das ist ein neuer Freund, mit dem und außerdem können Gleichgeschlechtliche keine Kinder kriegen. Also das heißt, es wäre automatisch. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht so wirklich mit mir zusammen bist. Nein. Ja, eigentlich mag mich niemand. Ja? Das ist so Mitleid, was hier so eine Mitleidszimmer auf der. Wolltest du die gerade haben? Ja, die hätte mir auch bestens wenigstens das hier geschafft. Ich bin ein bisschen dicker. Kurz in einer Beziehung und schon bist du dicker, ne? Ja, genau. Und traurig. Und die anderen mögen mich irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist so, wenn man frisch in einer Beziehung ist. Du lässt deine Freunde entstehen. Ach so, ja, stimmt natürlich. Die anderen, die eigentlich was von einem wollten, sind jetzt angeschaut. Unwichtig. Ja, meine Meinung. Ja. So diese Probleme erkennt ihr ja alle da draußen. Oh, das wäre ja auch interessant. Ja, okay, alles klar. Ja, ich bemühe mich in der Kommunion und Konfirmation meine Eltern zu bestechen. Und bin ganz schön hyped. So viel Geld hatte ich noch auch nie. Auch mehr Geld und schön Religion. Ja, aber tatsächlich habe ich auch was Gutes für mich, nämlich. Cola? Doch, ja, Cola Korn. Ey, auf das trinke ich erstmal ein, dass du mir hier die Traurigkeit weggenommen hast. Weil ich habe meinen Cola Korn hier nämlich noch nicht verarbeitet. Ich bin jetzt habe das Cola Korn getrunken, das bedeutet, ich werde alkoholsüchtiger und ein bisschen kränker. Wunderbar. Nur weil du mir das mag mich weggenommen hast. Dich mag anscheinend auch keiner, weil du dich gleich ins Koma getrunken hast hier. Was. Ja, das erste Mal. Jetzt ist schon vorbei, oder? Oder nee. Dürfen wir die auch noch nehmen? Ach, oder nehmen. Passen, ja. Du das wäre nur vorbei, wenn alle gepasst hätten. Genau. Ne? Also ich find passen ja immer so eine Aktion, die immer so traurig ist, weil man so gar nichts macht. Aber willst du deswegen ein Kind kriegen? Ich möchte aber auch kein Kind kriegen jetzt gerade in meiner Teenagerzeit. Das passt nicht in meine Ziele. Ich bin da schon ehrgeizig. Okay, also das heißt, du passt. Ja, okay. Ich passe auch erst. Du hast kein Kind? Oh, ich will ein Kind. Okay, sehr gut. Warst du nicht so biblisch unterwegs? Ja, nee. Kommunion. Ich war Bibelkreis. Das ist ja dann nicht so ganz ernst. Mit wir beide waren doch im Bibelkreis. Das macht man nur wegen Geld. Jetzt kriegt sie einen neuen Freund. Genau, sie kriegt jetzt einen neuen Freund. Und mit dem hat sie Sex. Sie will nur neue Freunde haben. Und, ja, sie sammelt irgendwie Freunde, ja. Und mit dem hat sie auch ein Kind. Komm, du willst bestimmt kein Kind haben. Ach, jetzt komm. Deswegen gebe ich dir jetzt eins. Was? Mich jetzt, oder was? Jetzt dann darfst du einen Sexmarker drauflegen oder einen Kindmarker. Genau, das bedeutet, ist das für mich ein Problem. Ach ja, wir haben aber keine Beziehung, das finde ich in Ordnung. Ja, ja. Ihr habt einfach nur Sex. Wir haben Sex und ein Kind. Und ein Kind gezeugt. Ist okay, wenn ich dich damit sitzen lasse, weil ich habe jetzt andere Sachen. Anscheinend, ich wollte das aber gar nicht. Ich weiß auch nicht. Er ist nur an meinem Körper interessiert. Nee, nicht mal, weil das Kind Sex hatte er mit ihm. Also ich weiß auch nicht, was ihn... Warum sind wir nochmal zusammen? Hast du Geld? Ja, ich sag dir, warum wir zusammen sind. Siehst du? Ich kann dir sagen, warum wir zusammen sind. Weil ich jetzt mein Lebensziel gesund gelebt und trotzdem krank mit dir zusammen. Weil nämlich dazu brauche ich nämlich eine Beziehung. Ja, also das ist ja so dieses, ne, also, ne, das ist nämlich, ich bin trotzdem krank geworden, ja, weil du. Ich habe dir immer gesagt, du sollst dich vernünftig ernähren, rauchen. Nicht geraucht, ja, nicht geraucht, kein Drogen genommen, mit dir zusammen gewesen und jetzt werde ich richtig übrigens, traurig. Aber Alkohol ist auch eine Droge, ja? Es fehlt da ein bisschen auf der Karte. Er hat einfach zu viel Alkohol getrunken. Traurig bin ich jetzt geworden, aber habe tatsächlich ein Lebensziel erreicht. So, ihr habt alles schon gepasst, du? Ja. Was möchtest du tun? Lebensziel erreichen? Ja, sie kann nur noch ein Lebensziel erreichen. Kannst du das? Nein. Dann muss ich jetzt auch passen. So, dann sind wir tatsächlich in Pubertät, haben wir überstanden. Das Schrecklichste. Gerade so. Na, du hast mit dem Trinken angefangen. Ich habe mit dem Trinken angefangen. Er ist unglücklich. Ja, genau. Ziemlich unglücklich. Du weißt noch nicht genau, wo du stehst. Ja, ich bin mir da unsicher. Jetzt geht es erst richtig los mit dem richtigen Wahnsinn. Jetzt kommt die nächste Midlife-Crisis. Jetzt kommt schon wieder eine neue Karte hier, die wir gezeigt haben. Guck, da ist nämlich auch der Alex hier. So, ne? Regelmäßiger Spieleabend. Wo ist der Alex? Das ist der Alex. Ach, Quatsch. Und das ist Pete, der so aus einem riesig dicken... Guck mal, da ist sogar Melli ist da schon drauf auf der Karte. Ja, wir haben schon geahnt. Ja, ersten Klasse, ne? Ja, bei Wahlleben gibt es nur 10 Karten, also 5 A, 5 B. Jetzt haben wir ja noch 6 Wochen Wellnesskur, Gedichte schreiben, Blutspenden. Oh, als Abstinenzler auf eine Party gehen, hier. Studenten.
Esperanto lernen. Guck mal, das ist zum Beispiel auch so ein Esperanto, kennt heute fast keiner mehr. Was ist denn das? Siehst du? Ist so? Ja, du bist nicht die, die Zielgruppe. Esperanto ist so eine, weiß nicht, ich glaube in den 80ern oder 90ern war das so eine der Versuch einer europäischen Gesamtsprache. Der hat irgendein so Sprachwissenschaftler alle Sprachen so zusammengemixt, daraus Esperanto entwickelt. Und es gab aber wirklich Leute, die das lernen konnten. Konntest du in der Universität lernen? So, ob das jetzt immer noch so ist. Das war so ein Integrationsprojekt. Nicht mehr. Das hat sich nicht durchgesetzt. Gibt es nicht auch ein Album vom Freundeskreis? Was kann, das heißt glaube ich, auch so. Ja, ja, genau. Ja, Esperanto. Oh, das muss ich, kann ich, ich muss, die Karte muss ich ja mal fotografieren. Als ja, Bayern versus, Bayern gewinnt, verliert gegen Werder Bremen 1-3. Ja, also das ist ob das seit der Zeit, dass das Spiel existiert, einmal vorgekommen ist, aber vielleicht, ja. Gut. Klar. Wer hat gepasst? Wer hat als letztes gepasst? Ich, weil ich habe ja als letztes das Lebensziel erfüllt. Das heißt, du bist. Nee, wer hat als erster gepasst? Du hast als erster gepasst und deshalb fängst du an. So kurz. Cool. Ja? Dann habe ich ja wieder freie Wahl. Und du, da ist das so. Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich unbedingt eine Karte haben wollt, die ihr einfach nur toll findet, sie euch gar nicht dient? Aber wenn du sie nicht kriegst, könnt ihr schon fast auf den regelmäßigen, weil der regelmäßige Spieleabend, ne, den haben wir ja so designt, dass du eigentlich quasi, wenn du YouTuber bist, dann kriegst du ganz viele Freunde und dann kannst du auch den regelmäßigen Spieleabend machen. Das war schon clever eigentlich, ne, weil das ist quasi, bist du ein Brettspiel-YouTuber? Es gibt ja die Karte. Aber sie ist nicht der Brettspiel-YouTuber. Nee, der Student. Du hast kein Kind, das funktioniert quasi. Oh ja, ich muss ihn ja hier hinlegen, genau. Ja. Stimmt, die Karte könnte ich gar nicht nehmen, weil du hast ja ein Kind. So, ich habe kein Kind. Ich kriege Geld, ich kriege noch ein bisschen Wissen und ich kriege Freunde. Noch ein Freund. Also könntest du, ja, du musst dir überlegen. Du kannst Alex theoretisch auf den Studentenjob. Dann glaube ich, Alex befreundet. Dann kriegt er natürlich Alex, dich Geld als Freund. Geld und Wissen. Ja. Ein bisschen Wissen kriegt. Ist das jetzt wieder gut, weil ich deine Karte weggenommen habe? Ja, ist okay, ist okay. Ja, ja, das ist gar nicht mal so uncool, muss ich sagen. Was vor hier. Geld und Wissen. Darf ich mich da einklagen? Bei ihr? Hast du noch ihren Marker? Willst du Geld und Wissen? Jetzt habe ich, warte mal, wie ist das dann, wenn ich jetzt die Wahl habe auf ihn oder ich wollte ihn nehmen und sie klagt sich jetzt ein? Oh, jetzt kommt's. Warte mal, komm, Moment mal, genau, weil das ist ja jetzt, hochstrategisch. Ja, genau, weil das ist jetzt ja ein neuer Freund. Ihr seid ja schon befreundet. Das kannst du nicht machen. Ja, nett. Das kannst du nur machen bei einer Voraussetzung. Ja, das geht nicht. Weil du bist leider nicht intelligent. Das funktioniert nicht, nee. Ich darf ja auch gar kein Kind haben, richtig? Ja, genau, das darfst du erst recht nicht. Also das ist alles, alles vorbei bei mir. Ich möchte nicht mit Eltern befreundet sein. Mhm. Ja. So, was ist jetzt hier? Könnte noch, vielleicht mache ich das mal. Was wir übrigens machen müssen, übrigens in den neuen Karten, wir müssen mehr Karten haben, wo Beziehungen intensiviert werden können. Ja, das Talent das zu ist wenig, tatsächlich wenig, viel zu wenig da. Zu das habe ich auch schon gemerkt. Das werden wir benutzen für die anderen 8 Karten, dass wir da ein bisschen mehr beziehungsfördernde Maßnahmen hier ins Spiel. Und ich finde, man wird auch sehr wenig dick. Also in der Pubertät wird man einfach nicht dick genug. Man wird nicht dick genug? Oh, das ist schon okay. Aber das ist schon okay. Das sind zu wenig intensivierende. Ja. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, dass ich das mit dem Intensivieren immer noch nicht so ganz... Das ist noch hier, das, ist das, ne? Hier. Du kannst dich entscheiden, willst du eine bestehende intensivieren oder eine neue Verliebtheit haben. Okay. Das ist halt so beides. Ne? Ja. Ich nehme mal hier dieses... Ich habe ja noch nichts getrunken. Was ist die Karte da hinten? Da? Als Abstinenzler auf eine Party gehen. Ja, das mache ich doch mal. Ne? Und da kriegst du auch... Wie hat man denn eigentlich Sex an dem Spiel? Zum Beispiel, hier. Gut, also ich habe nichts getrunken. Ich frage mich, was ist los mit den Leuten? Die sind irgendwie alle merkwürdig. Ich muss allerdings irgendwie jede Menge rauchen. Bin ein bisschen unruhig. Kann ich mit denen aber auch schon dann Sex haben? Oder nee, muss ich das vorher ist tatsächlich anonymer Sex. Ja? Ach, weil er kein Arsch steht. Genau, das ist anonymer Sex. Ja. Und ich treffe Frauke auf der Party. Frauke, okay. So, ich habe jetzt 5 Freunde, ne? Übrigens, so wollte ich nur mal festhalten. Ah, du könntest auf einen regelmäßigen Spieler gehen. Ja, ist klar. Also. Na gut, dann. Wen schnapp ich mir? Wen schnappst du mir? Wen schnapp ich mir? Aber wenn jetzt eine Zielvorgabe bei mir Sex mit A steht, dann muss es das mit einer Person gewesen sein. Das heißt, der wäre dann raus für mich. Du musst dann halt. Ich habe als Ziel Sex A. Das bedeutet, du musst halt mit der gleichen Person auch noch was anderes haben. Das ist da, wo der zweite A steht. Ja.
Ja, ja. Genau. Mit der musst du halt, du kannst nicht mit einer Person den Sex haben, mit einer Person das andere, sondern die beiden Sachen musst du mit der gleichen Person haben. Zum Beispiel Sex und Kind, wenn es Sex sowas und wäre. Kind oder Sex und heiraten oder sowas. Boah, das ist aber eine komplizierte Lebensaufgabe. Ja, das ist kompliziert. Das ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Nein, ja, auch zu wenig Sex also für das, was ich hier alles noch erleben will. Karneval. Hier. Karneval. Zwängt mich hier Teenager so? Keine sind Weisheit. Beziehungsweise die, die ich habe, muss ich abbauen. Verlierst du, genau. Du bist danach ein bisschen... Mich hatte auch ein bisschen reingeritten, dass wirklich, dass du mit mir mehr wolltest. das hat mich wirklich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier. So das läuft das. Einmal anonymen Sex, das kannst du dir jetzt aussuchen, ob es männlich oder weiblich ist. Das kann mal für manches Ziel ist tatsächlich ein Relevanz sein, ob du gleichgeschlechtlichen Sex hast. Ich hatte ja schon. Also die Kommunion hat nicht bei dir geholfen. Nee, ich hatte ja schon heterosexuellen Sex, jetzt habe ich immer homosexuellen Sex. Okay. Und du kriegst zwei neue Freunde. Aber so viele gibt es doch gar nicht mehr. Den, wenn man natürlich keinen nimmt, dann... Timmy. Den und Timmy. Die Frauke. Wer kennt nicht den nicht, Dörte? Den Timmy? Nee, die Frauke. Also ich werde mich auf jeden Fall mit der Dörte anfreunden, weil die ist genau Frauke, wir kennen uns auch. Frauke ist auch mein Freundeskreis. Ja. Frauke ist auch... Über drei kennt man sich. Auch, ja, wir kennen uns auch, deswegen kennen wir auch Frauke. Ist ja wohl logisch, ne? Was mache ich denn da? Mensch, habe ich viele Freunde. Aber Frauke scheint so einige Martinis zu trinken. Die hat auch so einen verschmitzten ja. Blick. Die hat aber noch also die besten Haare. Ich kann bestimmte Sachen gar nicht machen. Ich kann nicht Blut spenden, weil ich krank bin. Ich könnte Gedichte schreiben, weil ich mit Oh nein, bitte nicht. Bitte. Aber das Problem ist, die Gedichte, die bringen mich gar nicht so richtig weiter. Was ist denn die Bedingung bei Gedichte schreiben? Ja, du kannst gar nicht Gedichte schreiben. Nee, ich will nicht eine Ex-Freundin, also halt so eine zerbrochene Beziehung. Aber was steht da in der Blase? Das in dem Fall ist es besonders, dass diese Frau, normalerweise machst du es ja mit ihr, ja, aber sie kriegt keine Traurigkeit und weiß halt, weil nur ich die alleine schreibe, die Gedichte. Also ich krieg keins von den drei. Ja, weil du würdest es da nicht kriegen, ja, obwohl du eigentlich da quasi dabei bist, aber nur im Kopf gerade. Ja, ein Spiel haben, die kann ich nicht. Du hast einen Schluss gemacht, also ich kann nichts dafür, dass du da jetzt nicht, so. Ich könnte Bayern versus Werder, aber dann hätte ich plötzlich keine Traurigkeit mehr. Ja, aber das ist trotzdem nicht schlecht. Dann hätte ich nochmal einen Freund. diese Karten sind alle nicht gut. Man kann ja auch seine Lebensziele dann tauschen. Ich, ja, genau. Dann werde ich jetzt das machen. Das habe ich nämlich auch also, fast dann werde ich überlegt. Jetzt hier einen abgeben und jetzt kann ich mir hier ich habe jetzt das einmal gemacht, das heißt, ich kann jetzt einmal so einen Pack nehmen. War das dein Zug dann? Das ist mein Zug. Und kann dann beliebig viele austauschen, außer eben das Lifestyle. Ich darf nicht zwei Lifestyle haben. Ach so, das ist so ein ganzes Set. Genau. Also du tauschst immer die Kategorie aus, ne? Also wenn du willst halt. Ne? Und bis wie viele darfst du tauschen? Oder so beliebig, hauptsache das von jedem ein? Von jedem ein, genau. Ich glaube fast, dass ich das vielleicht auch tue. Oder wir machen alle einen Spieleabend. Mhm. Wir sind ja auch befreundet. Dann sind also erstmal ja bin ich dran, ne? Ja, ich weiß, aber die Frage ist, ob ich will mal vorführen, ob dich das nervt, wenn du beim Spieleabend bei mir bist oder nicht. Ja. Oh nee, ich möchte das. Das Blöde bei diesen Tauschen ist immer, man hat sich immer so ein bisschen in seine Ziele verliebt, auch wenn sie schwer seine Ziele verliebt, jetzt kommt's. Ah ja, ich werde aber das auf jeden Fall. Ich fühle meine Ziele auch richtig. Ja. Ey, ich bin meine Ziele. Wer fühlt sie nicht, die Ziele? Nee, also ich kann mich komplett damit identifizieren hier. Okay, gut, das war mein Zug, du bist dran. Ich habe jetzt beschlossen... Also wir könnten unsere Beziehung auch wieder aufwärmen. Nein. Bing, die Mikrowelle ist fertig. Also in der Klassenfahrt hast du mir das Herz gebrochen. Mit mir? Ja, mit dir. Ich wollte das übrigens auch nicht. Okay, also ich bin ja jetzt hier zum Trinken. Nein, das war natürlich alles einvernehmlich. Ich wollte jetzt nicht unterstellen, dass ich dazu was genötigt habe. Ich bin ein Freak. Du bist ein Freak. Ich bin ein Freak. Aber das ist, Zwei Weisheit. Rauchen eins und Drogen eins. Das ist absolut richtig. Und dann bist du noch ein bisschen dicker. Ich werde ein bisschen dicker, weil Freaks ja anscheinend dick sind. Ich finde auch, du hast hier genug Dickheit. Du brauchst dich nicht beschweren. Dickheit. Wer kennt sie nicht, die Dickheit? Ich gebe jetzt mal meine Zeitmarke aus und will hier auch mal gucken. Dann kannst du theoretisch praktisch ja da auch schon weitermachen. Ja. Ich gehe auf den Spieleabend. Will jemand mitkommen? Du gehst jetzt auf den Spieleabend. Ah ja, stimmt, ich könnte mich ja einklagen. Genau, da musst du nicht, das Ding ist, wenn du dich einklagst, musst du nämlich nicht das erfüllen. Das muss nur der erfüllen. Ja, ganz sicher. Ich kann mich doch nicht einklagen, oder? Hast du ihren Marker noch? Nee, hast du nicht. Deswegen kannst mit den Markern, nee. Deswegen kannst du, aber ich könnte mich einklagen. Und das will ich. Ich klag mich ein bei dir.
Gut, ich wollte eh nicht auf euren Spieler haben. Ja, und das bedeutet, dass ich auch das alles da unten kriege. Ich kriege Weisheit. Ja, ich möchte auf jeden Fall auf den Spieler mit mir liegen. Ich möchte gerne mit dem Hunter dann die Beziehung intensivieren, weil mit dem habe ich ja eh schon ein Kind. Was? Hunter? Ach, das heißt, das ist gut. Nein! Ja, doch, das ist gut. Du hast es schon gesagt. Das heißt, wir sind jetzt... Du hast es schon gesagt. Was ist los? Alex, also Hunter war vorher normaler Freund. Genau, ne? Wir waren einfach schon so befreundet und hatten aber schon mal Sex, und weil sie ja das sie hier hat jetzt dieses erste Mal... Genau. Und sie hat jetzt diese Beziehung, sie hätte entweder kaputt, oder was? Ja. Sie hat aber gesagt, sie intensiviert mit einem, den sie schon hat. Ja, auf jeden Fall. Ist mit mir. Ist trauriger geworden darüber. Ja, genau. Und, Quatsch, sie ist glücklich geworden. Ja, heißt ganz klar. Ich meine, wir sind halt zusammen zum Spieleabend und dabei ist mir halt, wir sind halt zusammen zum Spieleabend, ne? Und dann ist mir halt klar geworden. So, du bist auch echt so, und du springst ganz schön los hier. Ja, schon zwei Ex-Beziehungen. Sehr verrückt. Holla die Waldfee, du sammelst Ex-Beziehungen. Ja, genau. Ja, endlich. Läuft. Endlich ist diese, das war auch eine echt merkwürdige Beziehung. Du bist aber Beziehung. Ja, ich bin toxisch. Ja, auf jeden Fall. Man sieht es, wie toxisch. Aber drogenmäßig und alkoholmäßig war sehr gut. Bist du eigentlich sehr privat gewesen. Ja. Ich war so traurig. Ich war traurig. Ja, komm, und jetzt ist wirklich die Zeit. Jetzt nicht ausbezahlen lassen. Schon zwei Ex-Freunde. Eine Ex-Freundin und ein Ex-Freund. Und ja, ihr habt da aber nichts damit zu melden, ist egal. Schade, ich würde gern traurig sein. Nee, das geht leider nicht. Ich bin doch so traurig. Ich bin alleine traurig. Du hast doch so viele Freunde, wieso bist du traurig? Genau, ich trauere ja meinen Ex-Freund nach. Ich muss. Ja, aber es ist halt so ein unehrliches Kind. Man kann hier gerade nicht so richtig traurig werden. Ja, das, ne? Genau, also komplett schwierig. Ja, man kann nur die Traurigkeit wieder ziemlich verlieren. Da müsste einfach passen, dann gibt es neue Karten. Ach, das ist ja tricky. Tricky, tricky, tricky. Ich habe gerade, aktuell, so die ganz kurz nochmal zum Verständnis, für Freunde, habe ich drei Freunde, ne? Du hast drei Freunde. Mhm. Alle, die du halt hast, also das muss man sich halt so vorstellen, Freunde bedeutet, dass du, die kennst du. Ja? Du kennst ja auch deine Ex-Freunde, das sind auch Freunde. Nicht Freunde in dem Sinne wie Freunde, sondern halt Bekannte. Ja? Leute, die in deinem Leben stehen und mit denen du irgendwas machst. Im Guten wie im Schlechten, so, ja. Mhm, ich überlege gerade, ob ich Blut spenden gehe. Ja, stimmt. Du machen, fit genug bist du. Bist du dir darüber im Klaren, dass du das wirklich tun? Das Einzige, was ich noch bin, ist fit. Ja, genau. Nicht krank. Dann kriege ich auch mehr Geld. Geld ist gut, ja. Geld ist nicht verkehrt. Ja, dann denke ich, dass ihr... Leider, wir haben genug Blut heute schon eingenommen. Ich stehe auch gerade vor dem... Nee, der bleibt ja da. So war das. Ich krieg mehr Geld. Doch, du kriegst hier. Ach ja, stimmt, da unten war das. Ich war gerade wegen dem. Ich wollte auch gerne Blut spenden. Aber immerhin habe ich jetzt diese komische Krankheit, diese Infektion, die du da geholt hast, anscheinend nicht. Ganz schön anämisch geworden. So, was haben wir denn da jetzt noch? Ich könnte, brauchst du vielleicht Wellnessurlaub, nachdem Hunter mit dir Schluss gemacht hat? Ja, mindestens. Ja, dann vergesse ich alles gefühlt. Du wirst nicht dick, also du nimmst ab. Ich nehme ab, ich habe aber auch Geld. Ich habe aber kein Wissen mehr. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so die, na, da wahrscheinlich so. Du weißt es nicht. Ja, ich würde sagen, das ist so trüge Wellnessurlaub. Ne? So. Also einfach ohne Nachdenken. Ja, genau. Keine Kultur erleben. Ja, genau. Nur, nur im Pool sitzen. Du, ich lerne jetzt mal diese tolle Sprache. Ich habe es erst mit Elbisch versucht. Hat irgendwie nicht geklappt. Also ich habe ja diese zerbrochene Sache. Also ich bin mit niemandem verliebt. Verheiratet bin ich auch nicht. Deswegen kann ich mir das erlauben. Ich werde ein bisschen gebildeter. Und krieg einen neuen Freund. Und Tim. So, ich habe zusammen mit Tim diesen Kurs besucht. Tim sieht auch so ein bisschen aus. Also ich glaube, thematisch muss ich so vorstellen, wer wirklich Zeit hatte, Esperanto zu lernen, der hat halt keine Beziehung. Keine wirkliche Beziehung führen. So was Unnützes, da brauchst du halt viel Zeit dafür. Okay, ja? So unnütz, dass ich es nicht durchgesetzt hat. Ich passe. Ich passe auch. Ich auch. Cool, ich werde jetzt endlich mein Lebensziel erfüllen können. Wunderbar. Oder? Ja. Also wir müssen uns auch anhalten. Mac-User. Ich bin nämlich Mac-User geworden. Ich hätte es nie gedacht, um ganz ehrlich zu sein. Aber wenn ich richtig habe, Geld. Aber kann mir irgendjemand mal diese Karte erklären? Warum läuft da ein Baumstamm herum? Nee, die, das ist wie so ein Totem. Die beten ihn an. Die beten ihn an und aber ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, es ist so Steve, angedacht, vielleicht Steve vom Baum. Sein oder so. Ja, man da keinen Apfel hinmachen darf, hätte man ein Bier hinmachen können. Ja, vielleicht. Wurst, ich werde jedenfalls, Freunde habe ich genug, wir scheinen alle iPhones zu haben oder so. Und ich werde auch noch ein bisschen reicher werden davon. Aber auch selbst diese Karte, muss man sagen, ist ja prophetisch. Ich meine, es hätte ja sein können, dass irgendwie jetzt gar nicht mehr Apple, aber es
Ist immer noch richtig. Ja? Immer noch da, ja. Ist immer noch richtig. Aber gut, komisch, dass man bei den tollen Produkten dann immer noch reicher wird. Ihr habt, ja, vielleicht verkaufe ich die gleich wieder. Ich glaube, das soll sowas sein, die ganzen Mac-User, das sind doch alle, in dieser Kitchen. Das wird schon Aktion gemacht. Ja, aber ihr habt ja alle gepasst. Jetzt bin ich ja theoretisch nochmal dran. Ich würde. Kannst noch was machen? Ich kann noch was machen. Jetzt habe ich, muss noch mal gucken. Brauche ich denn die Bildung noch? Die Bildung brauche ich gar nicht mehr. Und Geld? Geld könnte ich noch ein bisschen brauchen. Oh, ich würde auch immer noch gerne ein bisschen traurig sein. Du willst auch traurig sein. Ja, aber da ist nichts, was dir hilft. Ja, ist leider nicht was. Die machen dich nur wieder glücklich, die Sachen. Ja. Ist nicht gut. Zu viel Glück. Ach, ich passe auch erst mal. Okay, wunderbar. Sehr gut. Wenn man nicht das hier unnötig in die Länge. Wer hat als erstes gepasst? Ich habe als erstes gepasst. Du hast als erstes gepasst. Ich steige als erstes in die 30er ein. Ach, guck mal, ich brauche nur noch einmal eine Drogenerfahrung, dann kann ich die Brettspiel. Sammlung du bist anfangen. Ja richtig reich. Aber bedenke, dass du, was du alles verlierst. Ja, du verlierst ganz schön viel. Ich kann. Möchtest du das jetzt schon machen? Du verlierst alles. Ja, ich verliere alles. So muss das sein. Oh nein, es kommt nicht. Was brauchst du nochmal? Drogensucht? Dann ist jetzt nur eine Karte dabei. Schlecht, was da liegt. Wo ist die Traurigkeit? Wer beginnt denn diesmal jetzt? Die eine kriegst du nicht mal. Muss ich jemand auf die. Ich bin noch nicht gebrannt. Ja, die Erstsemesterparty. Stich kannst du nicht kriegen. Du nee, weil ich bin zu intelligent. Ja. Kannst du eigentlich nur auf Erstsemesterparty gehen? Schwierig. Ja, auch hier kann man wieder sehen, es ist zu wenig Beziehungsintensivierung. Da müssen wir nachhelfen. Das wird kommen. Ja, die hast du schon alle eingesackt hier. Nee, die sind einfach hier. Das ist natürlich auch Zufall. Hier ist jetzt gar keiner, oder? Gerade ist hier die wäre das mit dem Liebe, Herzen. Ne? Ja, das ist nichts mit Liebe, das ist schlecht. Oh, ein Kinderadoptieren, das finde ich auch cool. Ja, hier von. Aber das ist schwer zu erreichen. Da musst du mit derselben Person. Von Hunter und von Melly kannst du ein Kind erreichen. Also habe ich noch gar nichts. Geheiratet haben. Ja, hier mit A, also quasi, du musst in einer Beziehung sein und die muss schon auf Heirat sein. Das ist praktisch unmöglich. Na gut, ich bin spielsüchtig. Ich gebe es zu. Bist du in Behandlung wenigstens? Ja. Kein Geld mehr. Also jetzt, wo ich kein Geld mehr habe. Warst du in Behandlung? Ach nee, du hast es ausgegeben, weil zu viel. Aber kriegst Zigaretten. Jetzt gehe ich auf Gaunerjagd. Bringt mir alles andersrum, ich werde Gauner, weitergejagt. Ich könnte jetzt nochmal tauchen. Das ist wie Western Legends, wo man ganz sich ausgeben. Ehrlich. Genau. Ich raube jetzt die Banditen aus. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Soll ich nochmal ein Kind kriegen? Was? Das sind immer Überlegungen im Leben. Noch eins? Wie im wahren Leben. Genau so, Leute. Egal. Also ich sag euch eins, auf dieser Party wart ihr nicht, ja? Haltet euch daran, der Erstsemesterparty. Erstsemesterparty. Also, ja, sage ich ja. Du warst ja da alles nicht. So schlecht. Also, ich kann es dir nicht mal versuchen zu tauschen. Du kannst dir nicht antun. Du darfst mir alles antun. Nee, was du nicht. Tanja, du darfst nochmal. Zu dem halte ich. Cool, fast, cool. Aber leider hatte Melly genau die Karte. Nee, hat sie gar nicht. Doch nicht. Aber wir können so tun, als ob. Ah ja, geil. Das werde ich tauschen. Ich glaube nicht, dass du dein hohes Vermögen hättest verspielen wollen. Nee. Das wäre sehr schlecht. Das ärgert mich gerade. Wir gehen gerade auf das gleiche Ziel. Wirklich? Aber nee, auf mir Jein. Fehlt etwas und dir fehlt etwas. Aber was anderes, meinst du? Mir fehlt aber das Symbol. Eieieiei. Das kriege ich hier nicht. Symbol. Wenn ich jetzt so richtig arschig spielen würde, würde ich Semesterparty, obwohl sie mir nichts bringt. Auf jeden Fall, ja, würdest du tun. Kannst du auch gerne machen, weil du bist ja die fieseste der Freundinnen, die war hier. Das war, wen können wir eigentlich einladen, die so richtig fies sein können, ne? Dann nehmen wir die Blonde. Ja. Also. Ich bin da ganz emotional. Muss ja auch ein bisschen kompetitiv sein. Du hast doch gesagt, du willst immer so viel fluchen. Jetzt bringst du mich noch zum Fluchen. Das war auf jeden Fall eine Verbesserung für meine Situation. Also es tut mir leid, aber ich will unbedingt dieses eine Ziel erreichen. Aber ach nee, wir sind schon befreundet, war auch. Also warte mal, jetzt muss ich das mal ganz kurz, dass ich das nicht falsch verstehe. Also ich habe. Du musst nur einen befreundeten Person haben. Du musst jemand haben, der genau. Aber ich habe überall gehst du auf die Party. Aber das kann ich ja auch machen. Ich klage mich ein. Genau. Wir sind zusammen auf der Party. Genau. Können wir das noch? Ich habe dich doch schon. Ja, aber das ist ja die Voraussetzung. Okay. Also das heißt, du könntest normalerweise wäre es einfach so, dass du aussuchst, mit wem du gehst. Also du musst einfach sagen, einer von den drei. Das könnte auch ich sein oder auch Alex einfach so. Du kannst es doch. Ich klage mich ein. Wir waren auf der Party. Nachdem du dich entschieden hast. Tanja, ich kann sagen, ich klage mich auch ein und darfst sie aussuchen. Aber wer will mit Melly auf eine Party gehen? Klag dich ein. Du kriegst hier voll Drogen,
cool. Süß von Alkohol. Läuft bei mir. Also, okay, ihr seid jetzt auf die Party gegangen. Das bedeutet, ihr habt beide einmal anonymen Sex mit irgendwem. Das also kommt das hier oben rein? Ja, egal. Dann einmal Alkohol. Kannst du bitte den Sex reichen? Einmal Drogen. Bitte schon, Berlin. Kalt oder lauwarm oder heiß? Einmal bitte heiß mit Erdbeeren. Und ich krieg einen neuen Freund. Und noch einen neuen Freund kennen. Langsam gehen dir die Freunde aus, ja? Ja, ich bin Dörte, beliebt, weil die genauso kacke aussieht wie ich. Da wolltest du das nicht. Ich hätte es dir gar nicht genommen. Ey, es tut mir leid. Doch, natürlich hättest du es genommen. Du brauchst die Drogen. Und bei Stichdrogen kriegst du sie fast nicht. Was, ja. Ich muss doch jetzt einfach nur noch... Ich wollte aber doch ein anderes Ziel hier noch, was ich spielen wollte. Das kennst du doch gar nicht auf meiner Hand. Nee. Okay, ich habe jetzt einen Plan. Mein Plan ist irgendwie gekentert hier gerade. Kann mir jemand Geld geben? Deswegen es gibt keine Leihgeschäfte hier. Ja, manchmal ist es wie verhext, ne? Aber ich will das schaffen. Ich ein bisschen traurig, dann mache ich das. Das ist so traurig. Ich mache das vielleicht mal so. Ich habe ja so ein bisschen Probleme mit dem Rauchen gehabt. Ja? Nikotinpflaster habe ich mir jetzt mal gekauft, die ich übrigens zusammengerollt habe und rauche jetzt. Ne? Die hat aber gewirkt, ich rauche nicht mehr. Wunderbar. Bin aber ein bisschen dicker geworden und aber auch ein bisschen trauriger. Das ist alles so traurig hier. Ja, das ist alles traurig, so traurig, muss ich schon mal sagen. Ja. Okay. So. Oh nein, ach du hast mir jetzt meinen. Ja, du kannst da mal ganz leise sein, Mist. Ich bleib heute zu Hause. Nee, Erstsemesterparty. Nee, habe ich nichts von gehört. Nee, also würde ich auch nicht alleine hingehen. Okay, ja, genau. Und dann, was sehe ich nämlich? Hier TikTok-Video wieder. Na? Ja, ja. Schön auf der Erstsemesterparty abgedanzt. Geht ab. So. Tanja und Melli, ne? Ja, auf Mann, der. Mann, dich Mann. Haben wir nicht mitgenommen. Nee. Deswegen bist du traurig. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja, dann gib mir bitte einen Lebenszielhaufen. Was sind für einen? Die beiden wurden schon mal benutzt. Hunter, welchen kannst du empfehlen? Na, ich habe ja schon welche getauscht. Wow, nicht lecken hier? Ja, das wissen wir ja nicht. Ja, aber also deine schlechten können für sie gut sein. Ja, ich gebe mal den Unbenutzten, bitte. Den Unbeschmutzten. Gut, dann darf ich schon weitermachen. Das ist hervorragend, weil was ihr nicht bedacht habt, dass ich jetzt die Alkoholvergiftung. Ich bin nämlich ziemlich alkoholkrank. Du bist ja auch ein Dichter. Ja, und dann werde ich nicht auf Null gehen. Genau, ja, weil ich zu viel Gedichte geschrieben habe, bin ich ein bisschen dem Trinken nahe getreten. Dafür werde ich noch kränker, noch weiser und bekomme nochmal einen Freund. Und ja, habe ich ja alle schon. Ich bin ja nur mit euch befreundet. Komm, der gute Piet ist auch mal mit mir befreundet. So, fertig. So, Tanja, was für ein Ziel willst du denn erfüllen? Die beißen sich ein bisschen, meine Ziele. Da macht sie erst den. Da baut sie das ganz dramatisch auf und dann. Ach nee, habe ich doch keine Lust drauf. Doch, ich könnte jetzt aktuell zwei Ziele erfüllen. Ja, du darfst aber nur eins erfüllen. Ich weiß. Das wollte ich nur noch mal festhalten. Aber das Problem ist ja, wenn man ein Ziel erfüllt, man dann dadurch was anderes verliert, was man dann für das andere Ziel benötigt. Muss die Reihenfolge sein. Ist auch eine Timing-Frage. Ist auch ein Hardcore-Strategiespiel. Ja, auf jeden Fall, das ist hier richtig. Hier rauchen die Köpfe, sage ich. Richtig. Nicht. Kannst du denn überhaupt mit so einer Brettspielsammlung überhaupt umgehen? Also, ich arbeite darauf hinaus. Ja. Es ist schwer. Ich bin ja auch schon alkoholabhängig und so ein Krams. Aber ich werde jetzt ein Ziel spielen. Ich glaube, dass ich es erfüllt habe. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ich hatte Sex, Du bist ich bin Drogen. Drogen, genau. Zigaretten. Und Alkohol. Und vier Freunde. Was, vier Freunde. Und bist jetzt nicht mehr traurig, weil du jetzt mit deiner Lieblingsband auf der... auch. Ja, so läuft das Leben. Ich habe das einfach echt nicht verkraftet, dass ich nicht auf dieser Party war. Ich wollte euch das nicht sagen, aber ich hatte echt schon so ein bisschen Probleme. Und ihr habt mich da wirklich... Ich musste mich jetzt in der Psychiatrie einliefern lassen. Ja, ich bin nämlich so traurig geworden. Und da haben die mich echt so ein bisschen unter Droge gesetzt. Ja, okay, also weniger traurig bin ich übrigens dadurch nicht. Ja, ihr seid daran schuld. Wir feiern immer noch. Ja, ihr feiert nämlich immer noch. Und ich musste mir die verschreiben lassen, die Pillen auf der Station. Oh, Mann, okay. Mann. Schwierig. Schwierig. Das hat sich so angehört, Digga. Also das kannst du nicht, du bist nicht traurig. Ja, stimmt, du bist... Wenn ich schaffe, während du in Traurigkeit versinkst, ist sie einfach Melli zu glücklich. Die könnte zurücklegen. Also, du hast immer noch ein Aussuchen. Ja. Und
Oh, ich habe gar kein Geld. Huiuiui. Ja, das kommt jetzt wieder. Kannst du mir den nochmal geben? Nein, Melli, nein. Das ist das Fiese an dem Spiel. Nein, weiter geht's hier. Los, bitte. Spiel weiter. Spiel weiter, Melli. Ich möchte diese eine derartige Karte noch tauschen. Ja, mach mal schnell. Ich weiß nämlich welche. 10 Minuten überlegt sie und dann stellt sie fest, dass sie pleite ist. Absolut, absolut. Aber sowas liebe ich, dass man am Ende merkt, man hat zu wenig Ressourcen für etwas. Ist das ein Quatsch? Jetzt beschwer dich noch. Du hast gesagt, du tauchst nur die eine Karte. Aber du hast ja uns ja im Endeffekt dich aufholen. Du hast schon ganz, ich habe nichts geschafft in meinem Leben. Nix. Und nichts passiert. Ich habe nichts geschafft. Hätte ich dir Geld geliehen. Aber da ich ja. So geht das. Wir sehen uns ja gar nicht mehr. Aber was ich jetzt wünsche, du bist fertig? Ich bin ja eigentlich noch dran. Sozusagen. Aber du kannst doch passen. Wie, sie hat doch nochmal sich für Kartentauschen entschieden. Komm, ich gehe nochmal Kutterpullen. Was machst du? Kutterpullen. Kutterpullen. Das klingt wie ins Wasser pinkeln. Ja, aber Kutterpullen ist quasi auf in Hamburg. Bootfahren. Oder in Bremen halt Bootfahren. Da geht es nämlich richtig ab mit Drogen, noch mehr Drogen. Nein, Alkohol. Ja, ist Rauch, aber du wirst nicht mehr dick. Und du bist krank geworden. Du nimmst ab. Nein, weil du Spritze. Sport. Weißt du, Sport. Ach, ich dachte, weil du so viel Alkohol trinkst und nicht mehr isst. Und damit muss ich einen neuen Freund kriegen. Du kriegst deinen neuen Freund. Man könnte sich hier auch einklagen, wenn man so als. Das war der eine, der gerudert hat die ganze Zeit. Ja, genau. Also mehr Freunde geht ja fürs Gleiche. Oh, guck mal, ich habe ein schönes Ziel erfüllt. Habe ich mir geholt. Spieleautor. Wobei das die einzige Karte ist im ganzen Spiel, wo ich sagen würde, da hat Friedemann sich erlaubt, Wunschdenken. Nicht die Realität abzubilden, weil. Ist er reich? Man muss ja weise sein, okay, das gebe ich noch zu, man muss viele Freunde haben, ja, obwohl das Spieletester, Prototypentester. Ja, Prototypentester, aber dass man dann Sex bekommt. Ja, kennst du das nicht? Also, er hat halt andere Erfahrungen gemacht als du. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat aus seinem wahren Leben. Ja, 504 ist nämlich nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Sexstellung. Ja, deswegen, also. Ist das so? Ey, da müsst ihr immer fragen. Nach dieser Karte kann das ja nur so sein. Naja, also ich finde, ich beschwere mich nicht darüber, aber ich wollte es mal angemerkt haben. Okay, gut, ja? Ja. Ich muss eigentlich noch ein bisschen trauriger werden wieder. Man wird auf einen passen ziemlich traurig. Ich glaube, ich mache mal das mit den Zielen. Welchen nehme ich denn? Ich nehme mal den von rechts. Genau, dann gibst du einen von dem ab. Darfst du natürlich noch einmal machen. Ach ja. Ja, habe ich schon gemacht. Und so, ich kann jetzt nur noch diese beiden ja eigentlich tauschen, ne? Ja, genau. Also die musst du gucken, was die, genau, Job und Beziehung. Ja, du kannst sagen, Alex kann nochmal schon mal weitermachen. Die kann ja. Ich nicht machen. Ja, dann stürze ich mich doch da mal hier rein ins Getümmel. Was, Brettspiel-Sammelsüchtig? Ja. Brettspiel-Sammelsüchtig. Oh, ich habe nämlich, ich habe 3 Geld, 2 Bildung oder Erfahrung, zu viele Regeln gelesen, bin noch ein bisschen dick ab, bin noch ein bisschen auf Droge. Jetzt werde ich noch ein bisschen fülliger. Ich habe den totalen Glauben verloren. Ich bin jetzt wieder richtig happy. Also meine Psychose oder andere Probleme habe ich. Ja, genau. Das ist halt eigentlich total thematisch. Was am Boden zerstört und schon in der Klappe. Und bin dann ins Brettspielgeschäft gefügt. Dann Brettspielsammelsüchtig, alles wieder gut. Ich habe nämlich im Aufenthaltsraum habe ich diese 5 Spiele in einem Schmidt-Box gesehen. Und dann war es um mich geschehen. Und kein Geld mehr. Okay, du hast alles. Kein Geld mehr. Genau, ich habe kein Geld. Oh, hätte ich mir mal doch ein Kind gemacht, ja. Okay. Aber jetzt wird es spannend, weil jetzt gibt es ein neues Megaziel. Und das könnt ihr natürlich alles auf den Kopf stellen. Ein gespannt. Und zwar, der Sex. Du. Ja, immer der Sexmaniac. Ja, sie hat auch schon zweimal. Dreimal Sex. Das ist nicht viel. Ich bin liegt bei 2. Du hast noch gar keinen Sex. Ich hatte Alex hat noch ein bisschen zurückgehalten. Okay, Ich kam nicht dazu. Ich, weil ich nicht auf der Party. Hast du Karte noch? Ich muss sagen, ich möchte dopen. Ich möchte dopen. Also es funktioniert halt ohne nicht. Ich muss beim Schach dopen. Aber du bist weise. Ach, gut. Die durfte ich auch nicht nehmen. So sieht das aus. Na gut. Ich kann das auch. Ach Mist, ich kann auch nicht ins Freudenhaus, weil ich auch kein Geld habe. Ich kann auch nicht. Aber jetzt mal ohne Witz. Wie soll man denn bitte schon mit einer Person Sex haben, wenn dauernd das anonymer Sex ist? Ja, das gibt's schon. Aber guck mal, ich habe mit ihr Sex. Ja, du hattest Sex. Ja, dank Kind. Ihr hattest du, glaube ich, mit ihr Sex. Das kann ich schon machen, theoretisch. Aber weil Sex noch haben ist doch eigentlich auch Kind haben, ne? Also im Grunde, wenn man ein Kind hat, hatte man auch noch Sex. Achso, adoptieren jetzt vielleicht nicht. Das ist adoptieren nicht. Ja, achso, genau. Das ist speziell, genau. Na gut, da musst du also ich
mit dem Dope hat doch nicht funktioniert, aber Workaholic kann ich sein. Ich muss 4 Zeitmarker abgeben, aber da wir halt ja, ohne Zeitmarker spielen, quasi funktioniert das jetzt auch so. Jetzt schiebelt sie ja. Das ist jetzt noch viel einfacher zu bekommen. Man könnte natürlich den Workaholic rausnehmen, wenn man... mit Entschuldigung. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine Jobkarte, eine neue. Also wenn ihr ganz, ganz ohne die Zeitmarker und dann wollt ihr diese Karte nicht, könnt ihr die einfach rausnehmen. Aber ja, gut, das heißt, du hast jetzt aber Workaholic. Was bedeutet... Unsere Beziehung geht dann, du bist so Workaholic, dadurch ist unsere Beziehung kaputt gegangen. Mhm. Das haben wir so brillant. Das sind Geschichten aus dem Leben. Ich glaube, der hilft dir. Also was du da schon alles verbraucht hast. Ich glaube, ich werde unsere Beziehung wieder aufleben lassen. Das bedeutet aber auch, sie wirklich hat all unsere Herzen gebrochen. Trauriger werde. Weil ja, quasi bei mir das auf der Klassenfahrt mit dir. Ja. Deswegen meine Rache mit der Erstsemesterparty. Du hast mir da so richtig geholfen. Wenn du die Person ja, bist, hallo, mit der... Ja, hallo, da wusste ja niemand mehr, was schon. Ich kann nicht daheim, hab ich das nicht gemacht. Aber also, guck mal, jetzt bin ich endlich Beziehungskrüppel geworden. Weil ich nämlich 3 Ex-Beziehungen habe. Ja? Also nicht sehr einfach. Unglaublich. Gerade. Und ich bin traurig. Melli, du hast mit dem Workaholic ihn richtig in die Karten gespielt. Ja, ja. Hast du mich zum Beziehungskrüppel gemacht, endgültig. Also ihr alle übrigens. Ihr alle Du hast uns alle echt durchgenudelt. Wir sind hier so wie... Ich war deine erste Liebe und hast mich auf der Klassenfahrt da mit Alex bei mir war alles total ernst. Ihr habt mich sitzen lassen. So war das nämlich. Ja, das sagen die immer. Ja, genau. Das Gefühl habe ich. Mann, ey, ich brauche Trauer oder Geld. So, okay, aber jetzt wird es schwierig. Nee, jetzt brauche ich kein Geld mehr. Jetzt brauche ich Hast die Karte. Jetzt brauchst du kein Geld. Jetzt brauche ich Trauer. Ja. Jetzt wird es schwierig. Trauer ist nicht da. Nimm ich dann Sex? Ja, geh mal ins Freundenhaus. Das Gute ist ja, wenn du das machst, könnte ich mich einklagen, bräuchte das Geld nicht. Dann zahlst du ja. Hätte ich dann. Nee, warum? Das ist ja nur mit Freunden. Du bist ja gar nicht so weit. Ja, ja, stimmt. Netter Versuch. Du gehst alleine hin. Das ist so wie, du stehst gerade vorm Puff und irgendein Typ kommt vorbei. Lädst du mich ein, gratis? Du sagst auch natürlich, was ist los mit dir? Ich finde das mit dem anonymen Sex noch nicht so easy peasy zu verstehen. Ich finde es schwer, jetzt mit jemandem, richtigen Person, Sex zu haben. Ja, das geht halt gerade nicht. Mit den Karten geht es nicht. Da musst du auf neu warten. Ja, wir sind halt gerade. Solange ich warte, habe ich auch mal anonym. Ja, du kannst ja schon mal probieren, damit man mit dir überhaupt Sex haben will. Ne? Also, musst du ja also es macht schon Sinn, Sex zu sammeln, weil, wie gesagt, das ist ein Ziel, wer als erstes die Sex erreicht. Ich werde mal hier meinen zweiten Marker ausgeben und hier auch noch mal was. Okay, dann kann Melli schon mal weitermachen. Ich habe Sex. saure Gurken essen. Also ich wusste nicht, dass man von Gurken schwanger werden kann. Also das ist, glaube ich, eher voraussetzen. Das machst du mit mir übrigens. Weil ich weiß. Wir hatten ja, die sind die Einzigen. Ich weiß. Du bist wieder Vater. Na, dann kriegen wir noch ein Kind. Und du bist fetter. Nein. Ich werde noch ein Kind und ich werde auch dick. Nee, ich werde nicht dick. Doch, ich werde auch dick. Du bist auch dick, weil... Ja, die Männer werden auch... Ist doch klar, der Mann wird auch dick. Der Mann wird auch dick, ist richtig, ja. Jetzt haben wir schon 2 Kinder. Was geht ab? Okay, was du mit deinen Ex-Freunden und Kindern. Ja, so, also, na gut, nee, also das ist aber nicht einmal geil. Das reicht jetzt, ich bin raus hier. Du bist raus. Im Leben. Ich habe jetzt als erste gepasst übrigens. Bremsspur. Ja, wir haben jetzt, also wie es Zwischenstand ist, ich und Tanja haben jeweils 3. Ich habe auch 3. Also, du hast auch ein Megaziel. Ja, Melli muss noch ein bisschen. Ich bin ja eigentlich, mit meinem Megaziel bin ich ja eigentlich 3,5. Also bitte. Das heißt ja Megaziel. Okay, ich passe auch. Du passt. Okay. Ich habe jetzt hier eine neue Karte, aber ich passe auch. Ja, wenn ihr hier alle am Passen seid, dann habt ihr so ein Kind. Dann mache ich mir erstmal den ersten Herzinfarkt. Ja, Workaholic, gleich zusammengebrochen. Passt alles. Ja, so sieht's aus. Da bricht die Stimme weg. Genau, das heißt, dein ganzer Alkohol ist weg. Mein ganzer Alkohol. Deswegen die Stimme um weg. Um Gottes Willen. Okay. Ihr habt alle gepasst? Ja, passt. Wieder dran. Gut, dann würde ich sagen, wie fangen wir denn da an? Ich bin im Luschi-Club. Ich hab's geschafft. Mensch, ärgere dich nicht, ist endlich das Spiel des Jahres. Und dadurch, dass ich halt krank, traurig, gläubig, dick und sehr befreundet bin ich im Luschi-Club. Ja. Und habe deswegen eine Beziehung verloren, habe ich ja eh schon. Luschi-Klicke, ja. Ja, das ist halt, im Prinzip ist es eigentlich, wir haben eigentlich mit dem Brettspiel, regelmäßiger Brettspielabend war gerade die coole Variante der Luschi-Klicke. Die spielen aber auch nicht ärgerlich nicht. Ne? Und haben Milchgläser bei sich stehen. Moloko. Aber es geht halt noch weiter. Sag mal, jetzt geht was los hier. Es geht weiter. Ich habe keine Beziehung.
Bin getrennt. Aber, ach so, nee, egal. Ja. Was denn? Nichts. Also, zu Lebenszielen übrigens darf man sich auch nicht einklagen. Ganz kurz mal zur Klarstellung, ne? Bei Lebenszielen. Aber ist ja offensichtlich. Ich bin halt Single unglücklich. Oh. Also, ja, verstehe. Ja, klar, ich war mit dir nicht, Kinder haben. Ich war ja, mit ja. dir nicht glücklich, aber so wie es ist, ist auch nicht gut. Also du bist krank, keine ja. Beziehung, hast eine Ex-Beziehung, bist traurig und dick und kriegst dann wieder Alkohol. Ja. Krieg Alkohol. Und du führst jetzt plötzlich auf einmal. Ich führe auf einmal. So schnell geht das hier. Ich war ja im Leben eingeholt von euch allen. Was, jetzt kannst du gleich das letzte Ziel machen, das kann ich wahr. Jetzt darf sie aber so nur mal ganz sagen. Und du hast ihr erlaubt, kurze Regelfrage nochmal. Wenn wir alle gepasst haben, darf sie unendlich viel weitermachen oder geht es nach irgendeiner Also so Runde, kenne oder? Ich das auf also jeden Fall, weil du hast immer die fein. Möglichkeit zu spielen oder zu passen. Hätte ja sein können, dass es nur einmal rumgeht. Es ist halt so, bei der Auktionsregel ist halt wirklich die, also je nachdem, wo du passt, kriegst du unterschiedlich viel Einkommen, was aber wirklich halt meistens wenig Sinn macht. Und ich würde das so spielen. Aber natürlich, ich meine, dieses Spiel ist sowieso ein Spiel, wo Hausregeln sich anbieten. Wenn ihr jetzt zur Meinung seid, das finde ich blöd, dann könnt ihr natürlich auch einfach sagen, muss aufstehen, bitte dass, gehe. Das ist auch nur einmal. Na, sie hatte, ey, guck mal, sie hatte nur ein Lebensziel und hat sich ja, so gebaut. Ich habe euch vorgegaukelt, dass ich eigentlich im Kindergarten stehen geblieben bin. Aber jetzt. Schade, alles gut. Sehr gut gespielt, weil ich hätte beinahe dann noch meinen, ich wollte echt gern meinen Zölibat, das ist wirklich einer der schwierigsten, weil danach darfst du nämlich keinen Sex mehr haben, wenn du das Zölibat ja, darfst. Ja, du hast auch meine, nötig bei dir. Da, ich hätte auch wirklich nach Beziehungsgründen eine schöne Geschichte gewesen. Ich bin, war erst gesund, gehe trotzdem krank, dann bin ich Spielauto geworden, aber dann Beziehungskrüppel. Ja, das muss ich euch lassen. Eure Lebensgeschichten sind tatsächlich interessanter, weil bei mir ist halt nicht so viel Geiles passiert. Also es ist halt echt, Luschi-Club, ne, Glauben abgefallen, ja, Single unglücklich. Ja, also Workaholic, Herzanfall, Luschi-Klicke, dann warst du unglücklich, am Schluss bist du vom Glauben, es passt auch, ja, Schluss vom Glauben abgefallen, aber es war ein trauriges Leben. Ja. Es war wirklich traurig. Ja, ich habe mich leider zu sehr verstärkt auf den Brettspiel-YouTuber, aber wie das Showbusiness nun mal ja, so ist. Ja, aber es ist eine schöne Karte. Eigentlich ist sie gar nicht so schwer zu erreichen. Nein, ne? Ich hätte sie auch erreichen können, wäre ich nicht versucht, die drei Geld zu haben. Ja, genau. Ich hätte genau. Die, und dann habe ich ja leider, guck mal. Nee, eigentlich, hier fehlt nur ein bisschen Traurigkeit. Ja, immer. Die habe ich hier. Ja, die hast du da verloren, ja. Nee, weil dann ist es nämlich cool, weil du halt plötzlich ganz viel, die ist vor allem stark, wenn du die am Anfang erfüllst, weil du auf einen Schlag viele Freunde kriegst. Ne? Was natürlich auch Mensch ist. Sehr schön, sehr schön. Nee, das war unsere Partie. Nee, wir brauchen alles gut. Ne? Es gibt ja auch jetzt strategisch nichts zu. Melli hat ja schon dargelegt. Wahrscheinlich hast du dir das so zurechtgebaut. Das ist alles du hast gut. Ja, sie durfte richtig. Sich das nochmal nehmen. Müssen wir mal festhalten. Das war Stapel wurde abgelegt. Genau. Eigentlich haben wir das nur gemacht, weil wir gesagt haben, oh, sie ist so weit hinten. Ja. Ja, damit sie dieses Zweier füllt. Ich habe euch getäuscht von also, vorne bis also hinten. Wirklich, also wenn das Melli als einen richtigen Sieg anerkennt, das würde einiges über sie aussagen. Ja, dass sie einiges. Nein, aber ich fand, es war wieder, ne, ihr merkt schon, also alle, die das Spiel jetzt nicht kennen, ich glaube, es ist klar geworden, was an dem Spiel lustig ist und was daran Spaß bringt. Ja, unterstützt gerne noch die Kampagne. Sie läuft noch bis zum, ich glaube, 20. Juli. Das ist quasi die Woche nach der BerlinCon. Ja, wir hoffen natürlich, dass es klappt. Wir werden jetzt auf jeden Fall, kommt bald jetzt noch ein Video zum Thema Themen für die neuen Karten. Ich weiß nicht, hast du mal in die Kommentare geguckt? Das waren schon sehr lustige Ideen, die da eingetrudelt sind. Wir haben auch schon ein paar Ideen. Und wir machen auf jeden Fall jetzt bald noch ein Video, wo wir diese Ideen kurz besprechen. Und dann lassen wir euch ja noch mal ein bisschen abstimmen, was ihr so am lustigsten fändet. Und die Idee ist so, dass wir, glaube ich, 4 Karten abstimmen lassen. 4 Themen dürft ihr sozusagen dann mit euren Abstimmungen bestimmen. Und die restlichen 4 werden wir dann noch aussuchen. Ja, und dann wird es auch schon bald losgehen. Also ich habe gehört von 2F, wenn es klappt, dann wird auch demnächst losgehen mit dem Design der Karten. Wunderbar. Müssen wir also nicht zu lange warten, aber halt wahrscheinlich vor der Ende der Kampagne wird da nichts mehr. Jetzt keine Grafiken oder so, das werden wir nicht schaffen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank bislang für die Unterstützung der Kampagne. Danke, Tanja, dass ja, du danke, da dass warst. Du da warst. Ja, danke, dass du da warst. Ich bin mir da nicht so richtig, also du hast mich nicht mit auf die Erstsemesterparty genommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich... Wegen sie hat meinen Freund mich verlassen. Ja, es gibt noch eine Revanche. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir am meisten Karten weggenommen, ja, die ich haben wollte im Spiel. Ja. Aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. Macht immer wieder Spaß mit dir. Das hat jetzt keinen Wert mehr. Und gerne wieder.
Ja. Schaut bei Tanja mal auf dem Instagram-Kanal vorbei. Schaut auf der BerlinCon vorbei, falls ihr es nicht schon wo Tanja auch dabei ist. Da ist Tanja natürlich auch da. Und ich weiß gar nicht, ob wir sie reinlassen. Ja, das ist ganz schön. Du musst es immer wieder hinten anstellen. Immer wieder. Ja, genau. Oh, wir müssen da auch nochmal eine Sicherheitskontrolle machen. Ja. Ich habe gar keine Tasche dabei. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Los, mal raus. Ja. Genau, sehr gut. Also, jetzt viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Video und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.